Ja, Dienstag ist es. Nicht einmal mehr 3 Wochen bis zum D-Day, bis zum großen Wahltag, bis zum 29. September. Und heute das erste Spitzenduell, wenn ich so sagen darf, wenn auch sozusagen von unten aufrollend. Wir werden ja noch Kurz gegen Rendi haben und Rendi gegen Hofer und Kurz gegen Hofer. Aber heute einmal Neos gegen Grüne, Kogler gegen Beate Meindl-Reisinger. Willkommen, Beate Meindl-Reisinger. Und willkommen, Werner Kogler. Danke auch. Ja, seit der EU-Wahl hier fixer Studiogast. Damals 14% geschafft. Hut ab. Schauen, ob das diesmal wieder drin ist. Beate Meindl-Reisinger, seitdem sie aus der Babypause zurück ist, auch schon sozusagen Stammgast bei uns und am Weg zu 10%. Und jetzt muss man dazu sagen, wenn sie 10% schaffen und er 14% schafft, dann heißt es ja, beide sind eigentlich in der Regierung. Und deshalb weiß ich nicht, diskutiere ich da heute bereits mit 2 Regierungspartnern, dann wird es spannend, weil wir werden heute sicher auch viel über Inhalte reden. Und wie sollte dann so ein türkis-pink-grünes Regierungsprogramm ausschauen? Oder diskutiere ich hier mit 2 Oppositionsparteien, dann wird es heftig. Auch auf das würde ich mich freuen. Vorweg aber muss ich anfangen mit einem Thema, das mich und sehr viele Zuseher seit geraumer Zeit magert. Wir haben uns eigentlich, so wie bei der EU-Wahl, auf einen Inhaltswahlkampf gefragt. Bei der EU-Wahl hat das super funktioniert. Die Stimmung war gut, die Kandidaten waren hervorragend. Wir haben viele gute Inhalte bei dieser EU-Wahl diskutiert. Aber dieser Nationalratswahlkampf ist eigentlich in Richtung Schmutzkübel-Wahlkampf entglitten. Warum, Frau Meindl-Reisinger? Ich glaube, ich bin ja die falsche Ansprechpartnerin, was diese Frage betrifft, weil auch die Österreicherinnen und Österreicher konstatieren ja uns, Neos, dass wir uns an solchen Schmutzkübelkampagnen nicht beteiligen. Also die sagen ja, wir führen ja den saubersten Wahlkampf. Wir legen unsere Inhalte am Tisch, Bildung an erster Stelle, das stellen wir allen anderen Themen voran. Das ist die entscheidende Zukunftsfrage. Umwelt und Wirtschaft, ich meine, ich habe gerade erst heute wieder gesehen, die Pläne der EZB, möglicherweise weiter noch billiges Geld auszugeben, weil eine große Rezession droht. Also wir müssen auch über die wirtschaftliche Entwicklung und die Chancen und Arbeitsplätze reden. Wir, alles machen. Wir haben die Pläne am Tisch gelegt, Konjunkturpaket, CO2-Steuer, Bildungspaket. Sie sitzen erste Reihe fußfrei in allen TV-Duellen, in allen Wahlkampf-Duellen. Warum sind die Parteien so nervös, dass die Schmutzkübel zumindest zwischen den 3 Großparteien so fliegen? Weil euch 2 nämlich ja da explizit sieht aus. Deshalb habt ihr auch die beste Wahlkampfstimmung in allen Umfragen. Aber warum fliegen zwischen ÖVP, SPÖ, FPÖ und vice versa die Schmutzkübel bei diesem Wahlkampf so? Naja, ich glaube, das haben wir sogar direkt nach dem Auftauchen des Ibiza-Videos gesehen, wie der ÖVP auf FPÖ hinkaut hat, FPÖ auf ÖVP, ÖVP als SPÖ, SPÖ auf ÖVP. Bei ÖVP und FPÖ ist es wahrscheinlich eine Art Rosenkrieg. Die Paartherapie, die wir da im Video gesehen haben, die wird wohl noch länger fortgesetzt werden müssen. Einfach loslassen, mein Tipp. Einfach loslassen, das geht auch. Für Österreich wäre das auch gut, wenn sozusagen dieses Pärchen nicht mehr weiter durch die Lande ziehen würde. Und ansonsten, ich kann es immer nur wieder sagen, ganz offensichtlich fehlt es gerade auch den Populisten an Zukunftskonzepten. Wenn man keine Inhalte hat, dann arbeitet man sich halt am politischen Gegner ab und macht den schlecht und würdigt den herab. Das, glaube ich, wollen auch die Österreicherinnen und Österreicher nicht, weil die haben ja ganz handfeste Probleme. Ich meine, die stellen ja die Frage, wie schaffen wir es, dass mein Kind wirklich in eine gute Schule kommt und die beste Bildung bekommt? Wie schaffen wir es, dass mein Job noch gesichert ist in 6 Monaten? Was tun wir jetzt wirklich gegen die Klimakrise? Und diese Showpolitik, die ja auch vorgeherrscht hat, die löst kein einziges Problem. Werner Kogler, an dich die Frage, ist es eigentlich so, dass die Skandale in dieser Republik so viele sind und diese Republik so, Anführungszeichen, skandalverseucht ist, dass es dann in einem Wahlkampf einfach zu sowas kommen muss? Plötzlich fliegt das alles auf? Also ich hätte da 2 Ursachen. Das eine verstärkend oder zusammenfassend, Beate Meindl-Reisinger, dass die ja leichter verleitet sind, auf diesem Gleis herumzusurfen, weil sie in den wirklichen ganz großen Lebens- und Überlebensfragen beängstigend wenig bieten. Ja, wir haben auch nicht die gleichen Konzepte, aber wir kümmern uns zumindest um ähnliche Fragestellungen, nämlich um die wichtigen, wie wir glauben. Ja. Aber da kann man dann eh noch drüber diskutieren.
und das merkt man dort kaum. Ja? Also wie die flüchten beim Klimaschutzthema oder wie man das auch mit Wirtschaft verbindet, das ist wirklich einerseits beeindruckend, weil wir tatsächlich mehr Chancen kriegen, aber für die Republik beängstigend, weil das ist eine Verantwortungsschwänzerei, die da betreiben. Und das ist das eine. Tatsächlich glaube ich aber, und das kommt jetzt hinzu, und da war ja die Frage genauso gemeint und gestellt, dass schon auch genug da ist. Es ist ja sozusagen, um in den Kübel zu greifen, weil sie die Kübel vollgemacht haben. Ganz so, es hat ja wirklich Ursachen. Und mit diesem sogenannten Ibiza-Video, das klingt ja alles so harmlos, ja, das ist ja kein Urlaubsbär, sondern da ist ja ganz Übles zutage getreten. Als erstes nämlich Asia, wie man die Blauen immer vermutet hat, dass sie sein könnten. Und wir erleben ja immer ähnliche Schauspiele. Schwarz-Blau 1 ist zwar schon länger her, aber umso beeindruckender, dass wir bis heute die Milliardenskandale aufarbeiten und versuchen, Geld zurückzuholen für die Steuerzahlerinnen. Ihr im Parlament, mir vorübergehend außerhalb. Und dann haben wir im Video selber, damit höre ich dann schon auf, das zweite fast witzige, wenn es dann so dramatisch tragisch wäre, erkannt. Der Gudenus und der Strache könnten mir sagen, na gut, die sind immerhin zurückgetreten. Trotzdem haben sie offenbart, was in denen so vorgeht und wie die alle ticken. Aber die Türkisen sind nicht weit weg davon. Nicht nur, weil sie die Blauen in die Regierung geholt haben, das ist sowieso ein Grundproblem. Sondern, wenn wir nur eins rausnehmen, Heidi Horten, wurde dort namentlich genannt und die würden schon wissen, wie man das am Rechnungshof vorbeistückelt und spendet. Letztendlich ging es ja fast um eine Millionensumme am Schluss oder fast bis dorthin. Und die haben es tatsächlich geschafft, quasi wie ein Dauerauftrag, genau in dem Fall 49.000 zu überweisen. 50.000 wäre die Nennungsgrenze gewesen, die verpflichtende. Die machen das. Der Strache hat genau das angekündigt. Das führt mich dann immer zum Befund, okay, die denken nach, müssen zurücktreten, aber die Ausführungstäter sitzen eigentlich bei den Türkisen. Und dass die sich jetzt nicht mehr ganz grün sind untereinander, wundert uns nicht, von mir aus Rosenkrieg. Aber nicht nur, dass das jetzt nicht schön zum Anschauen ist, was die tun, aber Vorwürfe, die es ja wirklich genug geben an die Unsauberkeit der Großen. Und die nutzen das halt wechselseitig unter Anführungszeichen und wir sind Zeugen dieses Schauspiels. Ja. Und die wirkliche Sanierung des Problems wollen sie aber nicht, weil da würde man Rechnungshofkontrolle brauchen, da sind wir uns, denke ich, einig, und vor allem Strafbestimmungen. Wollte ich gerade sagen, Frau Meidl-Reisinger, das Parlament hat es ja nicht geschafft, ein Parteienfinanzierungsgesetz zu beschließen, wo alle applaudiert hätten, sondern jeder sagt, so ein Kas, ja, so ein Mist. Aber den Kas haben ja SPÖ, FPÖ und der Pilz beschlossen. Da kann man jetzt im Parlament in Toto keinen... Ja, weil es ein Kas ist, weil Sie das richtig sagen. Ich meine, es wird kein einziges Problem, was denn in dem Ibiza-Video angesprochen wird, am Rechnungshof vorbei, durch dunkle, dubiose, vielleicht auch illegale Kanäle gelöst damit. Warum wird es nicht gelöst? Weil es erstens weiter keine Transparenz gibt, weil es weiter möglich ist, dass man Vereine im Umfeld gründet. Und drittens einmal, das Schärfste, was notwendig ist, ist natürlich die Kontrolle. Weil ich meine, herumtricksen haben alle drei. Ich habe immer gesagt, das, was wir da gesehen haben, da jetzt mit dem Finger auf die FPÖ zu zeigen und sagt, schaut, wie böse die Blauen sind, wie die das machen, pfui gack, das ist zu wenig. So haben ja SPÖ und ÖVP über Jahrzehnte Parteienfinanzierung betrieben. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist, sich der Kontrolle zu unterwerfen, ich meine, wie jeder Bürger auch. Sie müssen auch die Bücher öffnen, wenn die Finanzbeamten kommen. Sie wollten ein Parteienfinanzierungsgesetz mit sofortiger Transparenz und mit Rechnungshofkontrolle, habe ich es richtig? Und mit Strafsanktionen auch, weil manches Mal ist das Strafrecht die einzige Sprache, die die Herrschaften verstehen. Transparenz heißt was? Nicht, dass es alles offengelegt wird, die Einnahmen wie Ausgaben, auf jeden Fall und auf jeden Fall zeitnah auch die Wahlkampfkosten, weil, und da muss ich schon sagen, da gebe ich dem Werner Kogler natürlich recht, die Schmutzkübel sind ja auch deshalb gefüllt, weil sie einfach alle Dreck am Stecken haben. Ich muss mich darauf verlassen können, dass gerade die Parteien, die unser Land in eine Zukunft führen wollen, sauber arbeiten. Und wenn die herumtricksen, tarnen und täuschen bei den Wahlkampfkosten, dann muss man nämlich auch mal klar sagen, das ist illegal. Also es ist nicht so, wie immer so mantraartig wiederholt wird, es ist ja eh alles dem Gesetz entsprechend. Die ÖVP sagt, es ist eh alles legal. Nein, es ist nicht. Mhm. Die haben das Gesetz gebrochen, 2017. Sie haben fast doppelt so viel ausgegeben. Dafür wollen Sie welche Sanktionen entziehen? Nein, sehr scharfe. Mindestens das 1,5-fache dieser Summe. Stellen Sie sich vor, ÖVP gibt aber statt... Aber keine Strafhaft 7, oder solche Dinge. Oder nein, da muss man jetzt unterscheiden. Also bei der Überschreitung der Wahlkampfkosten, Beispiel der ÖVP,
7 Millionen ist erlaubt, Sie geben 6 Millionen mehr aus. In unserem Fall hätten wir das 9 Millionen Euro Strafe. Das würden Sie dann schon spüren. Hätten ich möchte Sie jetzt schon eine Strafe dieser Wahl. Ja, gut, bin ich selber schuld. Ich meine, da hält sich dann mein Mitleid in Grenzen, muss ich sagen. Aber was ich schon möchte, ist ein Straftatbestand illegale Parteienfinanzierung. Weil also illegale, dubiose Wege zu gehen, nicht einmal die Bücher offen zu legen und dann aber auch hier keine Sanktionen zu setzen. Und manchmal ist da wirklich das Strafrecht das ist die schärfste Waffe. Aber das ist offensichtlich tatsächlich die einzige Sprache, die manche Herrschaften verstehen. Es ist nämlich kein Kavaliersdelikt. Nur damit es nicht zu amikal wird zwischen uns, da, weil das ist schon fast der Kaffeekränzchen. Sie haben zwar kein Heidi Horten, aber Sie haben einen Haselsteiner. Gut, das weiß ganz Österreich seit 2012. Schon, ja. Und? Aber? Naja, der sie finanziert. Ja gut, also aber es gibt einen großen Unterschied. Sie sind ja alles eine transparent. Von einem Spender finanzierte Partei. Wenn man es zum Verhältnis zur Größe des Budgets nimmt, haben Sie wahrscheinlich sogar den größten Spender der gesamten politischen Landschaft. Ja gut, und? Also der Punkt ist, was ist das Thema? Ich habe ja überhaupt nichts gegen Spender. 1500 Spenderinnen und Spender haben heuer NEOS unterstützt, weil die Politik gut finden. Warum diskutieren wir in Österreich die ganze Zeit über einen Haselsteiner? Weil wir seit 2012 jeden Cent offenlegen. Da stelle ich schon die Frage, warum diskutiert man nicht über die dubiosen Finanzierungen oder die Spenderinnen und Spender der anderen Parteien, die alle nur auf sehr viel Druck und sozusagen nach Salamitaktik, gerade das, was man halt zugeben muss, weil man halt so weit ertappt wurde, offenlegen. Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man immer transparent ist, dass man Rechenschaft darüber ablegt. Und wenn es jemandem nicht gefällt, dass die Frau Müller oder der Herr Haselsteiner NEOS unterstützt, dann nehmen wir auch gerne in Kauf durch diese Transparenz, die wir nicht nur fordern, sondern auch eins einzige auch immer leben, dass dann jemand sagt, na gut, die wähle ich halt deshalb aber nicht. Aber durch das jetzige Parteienfinanzierungsgesetz ist der Haselsteiner Geschichte, ne? Ich habe nie ein Hehl daraus gemacht. Naja, es ist immer noch ein teurer Blumentopf, Herr Feller, aber ich habe nie einen Hehl daraus gemacht und bin da immer sehr klar gewesen, dass ich diese Grenze von 7.500 Euro für zu niedrig achte. Ich bin durchaus bereit, über Obergrenzen zu reden, bin durchaus auch offen, dass man sagt, keine Spenden mehr von Unternehmen, schon gar nicht übrigens, wenn die im Eigentum der öffentlichen Hand sind. Also das geht ja wohl gar nicht, dass da das Land Tirol Miteigentümer ist an irgendeiner Gesellschaft und die spendet dann an die Kurzjünger. Das geht einfach nicht. Also darüber wären wir immer gesprächsbereit gewesen. Ich habe gesagt, das halte ich für demokratiegefährdend, wenn da die etablierten Parteien sich selber gönnen aus dem Steuertopf über 200 Millionen Euro. Ja. Und dann macht man diese ganz strengen Spendenobergrenzen, dann heißt das, dass nie wieder eine neue Bewegung eine Chance hat. Nicht einmal der Bild hat es geschafft. Ja. Man kann sagen, dem war es jetzt wurscht, aber ja, finde ich halt undemokratisch. Du schaust doch das Ganze ja erst fußfrei an oder liest das in den Zeitungen, da ja nicht im Parlament. Dieser Vorschlag der NEOS, das wäre ja auch der Vorschlag der Grünen gewesen? Ja, einige Gemeinsamkeiten und wenige Unterschiede tatsächlich. Ich würde den bestehenden Nationalrat, wo wir eben gerade nicht sind, zugute halten, dass er eines geschafft hat, diese Spendenobergrenzen. Jetzt darf man wirklich darüber diskutieren, wie hoch die sind. Und ich höre ja, dass es da ja Gesprächsbereitschaft gegeben hätte. Das ist jetzt so. Ja, richtig. 10.000 Euro in Vorarlberg, das ist halt richtig. Im Verhältnis stimmt, hätte ich jetzt vergessen. Aber worauf es mir ankäme, wäre, dass man jetzt irgendwas auch einmal anerkennt, was dort passiert ist. Ich hätte sie auch höher gehabt, aber jetzt nicht besonders, vielleicht 10.000 oder 15.000 Euro. Das ist nicht der Punkt. Was die angesprochene Unterstützung des Herrn Haselsteiner betrifft, eines ist jedenfalls zutreffend, dass das offensichtlich maximal oder so gut wie vollständig transparent abgelaufen ist. Dafür kann man ja drüber reden. Das möchte ich anerkennen. Das heißt, in der Sache selber, nein, der Punkt ist, in der Sache selber ist, aber in der Sache selber ist natürlich die Spendenbegrenzung schon eine vernünftige Sache. Das haben wir viele Länder, weil ja auch schon immer nur der Anschein vermieden werden soll, dass es eine Abhängigkeit geben könnte. Jetzt steht ich nicht auf die Idee gekommen, dass die Politik der Beate Meiler-Reisinger von dort abhängig ist. Aber es geht ja, außerdem, Sie sprechen Regierungsverhältnisse an, das ist dann immer das Problem, wer kriegt von wem Aufträge etc. Also es ist einfacher so. Viel wichtiger scheint mir aber, und viel
nicht, aber das könnte ja schon Geschichte sein. Viel wichtiger ist mir die Übereinstimmung, Rechnungshofkontrolle oder eine andere Instanz, weil die wird ja oft vorgeschobenerweise abgelehnt von denen. In der Deutschland gibt es ja auch andere Instanz, völlig wurscht. Echte Kontrolle, fast wie bei einer Steuerprüfung, völlig perfekt beschrieben. Und das, was noch wichtig ist, glaube ich, was machen wir jetzt kurz, kommt, es gibt ja zwei Arten von Strafen. Die Verwaltungsstrafe, wo man durchaus mehr zurückzahlt, als was man überzieht. Wunderbares Beispiel, hätte ja von der Dimension her genau ähnlich gedacht. Aber die strafrechtliche Bestimmung, also diese Tatbestände, die aufführen, wo auch bis hin zu einem Parteiobmann, aber mindestens Parteigeschäftsführer und Finanzreferenten auch haften, mit, also dann mit Geldstrafen bekommen können oder da oder dort vielleicht sogar Gefängnisstrafen. Und das klingt ein bisschen dramatisch, ist aber in der Bundesrepublik schon lange so. Was im Übrigen dazu führt, dass die viel weniger Probleme haben. Weil das überlegt sich ja jeder. Und deshalb haben ja wir in der Analyse der Heidi-Horten-Spenden, wenn man da klare, wenn man wirklich sagt, und in Deutschland ist zu Recht die Spendeneinnahme und die Partei. Die Parteikasse, wie sie sich füllt im Fokus, wie jeder sein Geld ausgibt, ist auch wichtig, weil da kann man ein bisschen Fairness haben bei Obergrenzen, aber es geht vor allem auch um die Einnahmen, weil dort ja am ehesten, wie der Ex-Kanzler Kurz selber sagt, der Verdacht der Käuflichkeit besteht. Und wenn wir hier, ich bin schon fertig mit dem Argument, wenn wir hier Strafbestimmungen hätten, verleitet es mich halt öfter dann zu dem Bild, dass sie, so wie es jetzt ausschaut, könnte sie der halbe der türkise Parteivorstand im Häfen treffen. Wäre das so, hätten sie das Heidi Hortengeld gar nie angenommen. Ja, ich möchte eine Ergänzung, also gar nicht widersprechen, nur eine Ergänzung machen, um auch zu sehen, dass natürlich da manchmal die Geisteshaltung ganz eine andere ist. In Deutschland ist es so, dass man die volle Förderung, die öffentliche Parteienförderung nur bekommt, wenn man auch einen gewissen Anteil selber privat an Spenden aufstellt. Das heißt, es ist dort eine Grundbedingung, dass man sagt, ihr müsst euch schon auch selber darum kümmern. Das heißt, ich sehe es nämlich durchaus als Erfolg auch an, dass man viele Menschen überzeugt, dass man sagt, ich möchte so eine Politik haben, die sich für Bildung einsetzt, die sich für Umwelt und Wirtschaft einsetzt, die sich für die nächste Generation einsetzt. Also ich sehe das ja durchaus, ja, ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema bei uns immer gewesen. Spannende erste Runde, haben wir das Thema Parteien, Finanzen und Parteifinanzierung, glaube ich, schon mal sehr engagiert behandelt. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommen die drei Themen, die die Beate Meindl-Reisinger schon vorgegeben hat für den Wahlkampf. Umwelt, Bildung und Wirtschaft. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Jetzt auf OE24TV. Wahl 2019. Knallhart, brutal, direkt. Das sind die Duelle auf OE24TV. Ja, der Wahlkampf kommt in die heiße Phase, 3 Wochen noch. Das merkt man auch daran, dass ab sofort bei Ö24TV die Spitzenkandidaten gegeneinander diskutieren. Und erstes Spitzenduell heute, Beate Meindl-Reisinger in Pink. Für die Pinken und Werner Kogler im Blau. Ich bin verwirrt, im Blau für die Grünen. Aber er ist mit der Farbe schon im EU-Wahlkampf aufgetreten und sehr erfolgreich gewesen. Wir haben gesagt, wir müssen dringend über Inhalte diskutieren in dem Wahlkampf. Und die Beate Meindl-Reisinger hat gesagt, es wäre Zeit, dass wir mal die drei großen Themen angehen, die da heißen Umwelt, Bildung und Wirtschaft. Fangen wir mit der Umwelt an. Ja, ihr zwei habt ja, wenn ich es richtig sehe, eine Einigung, nämlich beide sind für CO2-Steuer. Damit hat sie es aber auch schon, oder? Denn bei der Beate Meindl-Reisinger schaut das Konzept gegen die Umweltkrise doch ein bisschen anders aus als bei den Grünen, auch wenn eine CO2-Steuer sozusagen ein Grundpfeiler davon wäre. Naja, ich weiß nicht, wie es anders ausschaut. Wir haben es auf jeden Fall ein umfassendes Konzept als einzige auf den Tisch gelegt, das wirklich eine Entlastung der Umwelt, aber auch der Menschen vorsieht. Das heißt, eine ökologische Steuerreform, wenn man so will. Vereinfacht gesagt, CO2-Emissionen bekommen einen Preis, Umweltverschmutzung bekommt einen Preis. Das belasten wir. Auch aber gleichzeitig, da komme ich dazu. Das sind, ich sage es jetzt gleich, nein, jetzt einmal nicht, in einer ersten Phase nicht. Also nur im Verkehr. Weil die Industrie, wir haben 3 Phasen. Die Industrie ist derzeit im Zertifikatehandel drinnen. Und hier wollen wir dann in einer Phase 3 ganz europaweit auch die Industrie mit einem
CO2-Preis mit dem gleichen Preis versehen. Wir haben einen ersten Schritt. Also die erste Runde wäre primär nur Diesel und Benzin. Für Diesel und Benzin, Verkehr. Für Verkehr und Heizung. Heizung auch nicht, weil das natürlich eine massive soziale Frage ist. Und da müssen wir zuerst den Umstieg ermöglichen, dass 800.000 Haushalte heizen immer noch mit Öl, dass hier der Umstieg gelingt. Das ist eine massive soziale Frage. Aber also zur erste Phase, Runde. Da geht es um den Verkehr und da geht es darum, dass wir einerseits Steuern abschaffen, die nur zum Teil lenkende Wirkung haben, wie Mineralölsteuer, Nova, motorbezogene Versicherungssteuer, Kfz-Steuer, werden abgeschafft. Dafür bekommt, egal ob das jetzt Diesel oder Benzin ist, sozusagen das CO2-Äquivalent an den Preis. Punkt. Über einen höheren Benzinpreis oder über höhere Autosteuer? Ich sage Ihnen auch ganz ehrlich den Preis, weil wir da auch die Einzigen sind. Alle anderen eiern ein bisschen um und dumm da. Aber gleichzeitig, und das ist mir schon wichtig, gibt es eine deutliche Entlastung bei der Lohn- und Einkommensteuer, indem wir endlich das, was viele versprochen haben und immer gebrochen haben, die kalte Progression, also diese schleichende Steuererhöhung, abschaffen und abgelten. So, weil Sie gesagt haben, was heißt das jetzt? Weil das interessiert ja die Leute. Sie sagen, was heißt das jetzt an der Zapfsäule? Ich weiß nicht, warum da alle anderen herumeiern. Wir sagen ganz klar, in unserem Modell wären das 15 Cent mehr für Benzin, pro Liter 36 Cent mehr für Diesel. Aber wir haben es uns ausgerechnet, gerade auch, weil ja immer die Pendlerproblematik angesprochen wird, wir entlasten die Menschen trotzdem. In einem Beispiel, Frau und Mann, beide pendeln, sie arbeitet Vollzeit, er Teilzeit, zwei Kinder, gibt es eine Nettoentlastung von 1780 Euro im Jahr. So, und jetzt kommt was Spannendes, ich habe es ja selber nicht glauben können, der Herr Kogler wird vielleicht jetzt sagen, stimmt nicht, aber wir haben es ja von einem Institut auch die Effekte errechnen lassen und da ist unser Konzept das Beste, was am Markt ist sozusagen, weil wir auch eine deutlichere Reduktion schaffen, das ist das Falsche, als das Modell der Grünen, also das ist das Konzept, weil wir schaffen hier 7,65, also eigentlich müsste man es so zeigen, weil es sinkt, ja, 7,65 Millionen Tonnen CO2 einzusparen im Bereich Verkehr. Das sind 30%. Das ist ein Drittel der CO2-Emissionen. Nur mit der Steuer? Nur mit, sind da andere Dinge auch noch nein, dabei? Mit dieser Steuer. Und das ist im Vergleich wie dazu das, was das mit Grüne... mit einer Steuer CO2 ein? Gibt es jetzt viele Zuseher, die diese Wunderrechnung der Beate Meindl-Reisinger nicht glauben? Naja, also ich tät mir meine eigene Rechnung auch nicht glauben, ja, deshalb haben wir es von einem Institut durchrechnen lassen. Ein? In dem zum Beispiel ausländische LKWs, die bis jetzt ihre Routen so gelegt haben, dass sie durch Österreich fahren, weil sie günstig Diesel getankt haben, günstiger als in anderen Nachbarländern, diese Routen nicht mehr fahren. Das heißt, wir haben es jetzt in einer Studie gefunden, auch zu Tirol ganz konkret, die Entlastung der Inntal-Autobahn, das wird bedeuten 300.000 LKWs na, weniger Tirol, auf der Straße. Entschuldigung, du musst dann vorher voll und nachher wieder auf. Also Tirol kann man ohne Tanken durchfahren. Auch als also die Zahlen sind vom Verkehr. Es ist genau umgekehrt, jetzt fahren sie extra durch, weil es billiger ist. Die Zahlen sind vom VCE, vom Verkehrsclub Österreich. Und ich glaube, das sind 1000 LKWs pro Tag. Das ist echt eine tolle Entlastung auch der Menschen und der Umwelt dort. Und das Gleiche ist natürlich auch Westautobahn oder Südautobahn gibt Strecken. Also und dann ist ein Teil auch eine Verhaltensänderung. Der erste Fixpunkt der Umweltreform der NEOS, wir werden dann auf die anderen Punkte noch zu sprechen kommen, ist die CO2. Zweisteuer, allerdings die Ihrer Meinung nach kommen muss. In dieser Kombination mit der Entlastung, weil sagen ja viele, naja, also eine zusätzliche Steuer, ich will das nicht, das verstehe ich, wir wollen das auch nicht, wir wollen eine Entlastung der Menschen und ich sage aber habe Mut, es geht mit gescheiten Konzepten, wenn man die am Tisch legt, schaffen wir es gleichzeitig die Steuerquote auf unter 40% zu senken und das ist unser Ziel, die Österreicherinnen und Österreicher zahlen zu viel Steuern, aber es ist nicht Steuern soll noch steuern. Und das schaffen wir mit unserem mit dieser Konzept. CO2-Steuer. Der Werner Kogler hat ja eine Zeit lang bei der CO2-Steuer herumgeeiert. Ich kann mich an die ersten Interviews erinnern, da war das noch nicht so hundertprozentig klar, ob die Grünen für eine CO2-Steuer sind oder nicht. Jetzt, wenn ich es häufig verstehe, sind sie für eine CO2-Steuer. Allerdings unter besonderer Betonung eines Klimabonus und ohne zu benennen, wie hoch die Steuer ist. Jetzt haben euch die NEOS da in puncto Ehrlichkeit oder sagen wir Wahrheitstreue überholt.
Ja, das ist alles ein bisschen viel Wäsche in der Trommel. Eine CO2-Steuer ist deshalb ein Problem, weil wir in den Grundsätzen stimmen wir überein, in einzelnen Maßnahmen nicht. Und wer was ausgerechnet hat und berechnet hat, lassen, da können wir auch noch drüber reden, weil das wäre jetzt ja doch schon ein seminaristischer Beitrag, aber man müsste das ja alles in einem Faktencheck unterziehen. Aber ich finde es ja schon einmal gut, dass man sich zu der Umsteuerung, das war das Schlüsselwort, finde ich, und das teilen wir aber hundertprozentig, umsteuern. Mit Steuern kann man auch steuern, und wie hoch und wie viel und wo, ist ja eine nächste Frage. Richtig ist, und das ist, ja, da kommen wir ja noch hin, also wenn ich jetzt, jetzt schon, aber heute war es ja mal umgekehrt, als sonst, heute hat einmal die Beate länger ausgeholt, aber ich habe mir die Dinge halbwegs gemerkt, glaube ich. Das stimmt, der Vorhalt, dass wir mit dem Begriff, wir Grüne, oder ich im Speziellen, mit CO2-Steuer gar nicht einmal so erfreut habe, nicht weil man nicht damit was verbindet, aber möglicherweise was Eingeengtes damit verbindet. Wir haben schon immer, na, gar nicht, im Gegenteil, die Grünen haben die letzte Wahl ja auch nicht verloren, und wir haben immer argumentiert, schon seit den 90er Jahren mit Alexander van der Bellen, seit er Bundesobmann wurde damals, da durfte er gerade frisch anfangen und dabei sein, und wir waren ja damals eine Reihe von Ökonominnen sogar und Ökonomen, die da herumgerechnet haben, und seitdem ziehen sie unsere Modelle. Ökologische Steuerreform. Ja, genau, die ökologisch-soziale Steuerreform ist in manchen Grundgedanken ja völlig ähnlich, aber es geht nicht, dort fängt es nämlich an, es geht nicht nur um CO2. Es gibt ja andere Umweltbelastungen auch, die man auch nicht jetzt quasi steuerfrei stellen sollte. Wenn wir alle runterfahren, sparen wir an der falschen Stelle. Nur zuerst zum Grundprinzip noch. Bei dieser ganzen ökologisch-sozialen Steuerreform geht es bei uns darum, dass alles, und das ist viel wichtiger manchmal, als ob der CO2-Preis jetzt 50 oder 100 ist oder später höher wird, da stimmen wir voll überein, dass alles, was man wo anhebt, woanders wieder runtergeht, das ist das wichtigste Prinzip. Das ist der berühmte Klimabonus. Der dann ausgezahlt wird als Steuerabsatzbetrag in dem Fall. Oder als Transfer für die, die keine Steuer zahlen, ist ja logisch, also pro Kopf. Und dieses Grundprinzip zieht sich durch. Und du bist ja wirklich der begnadetste Vernebler jedes Wahlkampfs. Die Grünen jetzt für eine CO2-Steuer, ja oder nein? Das ist der falsche Begriff in unserem Konzept. Wir erhöhen Steuern, wo umweltschädliches Verhalten vorkommt. Da ist auch eine CO2-Komponente drinnen, aber nicht nur. Also wenn man so will, geht es um mehrere Abgaben, wo eine CO2-Steuer vorkommt. Es gibt aber eine Hauptüberschrift. Die heißt, der Benzinpreis teurer. Ja, natürlich, an bestimmten Stellen. Ja. Um 15 Cent. Ja, für trotzdem ein Argument von vorher fertig führen. Es geht immer um diesen Ausgleich. Wo würden wir, der Benzin- und der Dieselpreis kommen gleich dran, nur damit man den Unterschied erkennt, ich weiß es ja von dort an, die flächendeckende Lkw-Maut kommt dazu. Die Frage, wenn wir eins herausgreifen, wo der Unterschied ist, ist sicher, dass wir die Normverbrauchsabgabe nicht abschaffen würden. Warum das nun wieder? Weil die Normverbrauchsabgabe zwar an der Zapfsäule mehr keinen Unterschied macht, aber wenn ich die Autos gekauft habe, wird ja deshalb trotzdem gefahren, ja, auch wenn das jetzt um 10 oder 20 Cent teurer ist. Und wozu führt das? Das sagt ja schon der Name, da geht es genau um CO2-Ausstoß. Ein SUV würde mit der Normverbrauchsabgabe um über 30% billiger wären, da sind wir dagegen, weil das eine vernünftige Steuerung ist. Etwa beim großen SUV geht es da um bis zu 25.000 Euro. Der wird um das aber billiger in diesem NEOS-Konzept, während hingegen der Kleinverbraucher, eigentlich gleich viel zahlt de facto wie vorher. Ja? Und der Vorteil der Elektroautos wäre auch weg, weil die zahlen ja jetzt sinnvollerweise nichts bei dieser Abgabe. Das wäre so ein Unterschied. Was wir sehen, und deshalb sagen wir nicht nur CO2-Steuer, weil es auf mehrere Komponenten ankommt, und das ist eine alte Weisheit in der Umweltökonomie. Was wäre aber an Abgaben zu tun? Ich habe das schon gesagt, flächendeckende Lkw-Maut wäre sehr wichtig. Beim Diesel geht es um Folgendes. Der Diesel muss
quasi einmal die gleiche Steuerbelastung erfahren. In am allerersten Schritt, das ist ja, mit dem rennen wir ja schon seit Jahren herum, wieder Benzin. Das sind circa 10 Cent, weil da geht es nur um die Beseitigung des Dieselprivilegs. Wenn wir das weiter so machen, wie die NEOS sagen, völlig zu Recht, dass man dem quasi eine CO2-Komponente gibt, dann führt es genau dazu, dass der Diesel jetzt nicht um 10 Cent billiger ist, sondern um 10 Cent teurer als Benzin, weil er, ja genau, weil er mehr CO2 ausstoßt. Jetzt haben wir schon zweimal 10 Cent Schritte und das dritte ist, und da sind wir ja mit den Berechnungen des Umweltbundesamts übereinstimmend, dass, was ja immer übersehen wird in Österreich und der falsche Vorhalt an uns wäre, wenn er dann wieder kommt, aber auch den NEOS gegenüber, dass das dann alles so viel teurer ist, wo wir woanders, das ist ein völliger Schwachsinn. Wenn man schaut, was die Spritpreise in der Bundesrepublik ausmachen oder in Italien oder sogar in der Schweiz oder in Ungarn, dann kommt man drauf, dass man mit diesen Schritten eigentlich nur nachziehen und sonst eigentlich gar nichts noch. Das ist aber trotzdem sinnvoll, weil wir jetzt vor allem, und das ist das Hauptproblem, nicht nur irgendwie, sondern massenhaft Transitverkehr nach Österreich anziehen mit dem Unsinn. Das aufgeworfene Argument ist völlig zutreffend. Das geht zwischen 20% und 30% zusätzlicher Transit durch Österreich, Lkw-Verkehr, nur wegen des Dieselprivilegs. Das ist ja völlig hanebüchern und absurd. Also da sollten wir rein und da unterscheiden wir uns im Endergebnis ja gar nicht so. Also das ist ziemlich das Gleiche an der Stelle. Aber die Normverbrauchsabgabe macht ein SUV um 30% günstiger, weil wir wissen, dass die SUVs primär in den Wiener Innenstadtbezirken verbreitet sind. Also bei NEOS-Wählern könnte man sagen. Also ich habe eine Frage. Ich fahre keine SUV. Das ist eine Klientelpolitik. Also sollen die SUVs wirklich 30% billiger werden? Und zweitens, was ich auch noch nicht ganz geklärt hat bei euch, flächendeckende Lkw-Maut, ja oder nein? Also ein paar Dinge dazu. Erstens einmal zu dem Thema der SUVs. Ein bisschen überschätzen wir da die Kaufkraft der Österreicherinnen und Österreicher. Ich glaube, 1% sind SUVs. Aber es stimmt, ich habe mir es auch angeschaut und habe das genauso gesagt. Ich habe gesagt, also in dem Bereich, glaube ich, wäre ein Deckel gut. Das heißt, dass man sagen könnte, dass die nicht ganz abgeschafft wird, weil dann hast du diese Möglichkeit drin. Also da bin ich sehr, sehr offen da drin, das zu machen, wo ich aber mich schon unterscheide. Und dazu stehe ich auch weiter. Wenn zum Beispiel eine Familie sagt, jetzt wird ein neues Familienauto, das vielleicht im Vergleich zu dem 15 Jahre alten, der 15 Jahre alten Dreckschleuder jetzt mich günstiger kommt, weil in dem Bereich die Nova wegfällt und das ist ein Anreiz für eine Familie, ein neues Auto zu kaufen, das vielleicht auch emissionsärmer ist. Also das ist eine Entlastung der Menschen, dazu stehe ich, das will ich einfach weiter im Konzept drinnen haben. Aber da würde ich ja diesen Cap, da wäre ich offen. Es würden dann alle Autos schlagartig 10-30% billiger werden. Also wenn das für die Familien, die sich eh schwer tun, die kommen nämlich niemals in die Situation, die sich überhaupt die Frage zu stellen, ein SUV zu kaufen, ein Thema ist, dann ist das vielleicht ein Unterschied. Ja, die Entlastung der Menschen ist uns sehr, sehr wichtig. Ich glaube, fällt ja vor allem dort. Kugel, darf ich jetzt einmal ausreden? Weil jetzt, ich habe ja gesagt, der Cap. Ich glaube, so lang, aber. Wir brauchen eine Uhr. Die Normverbrauchsabgabe zielt ja genau darauf ab, dass die viel verbrauchen, mehr zahlen. Deshalb heißt sie ja so. Richtig. Und ein Auto, das wenig verbraucht, zahlt eigentlich fast nichts dort. Und eine Familienförderung werden wir nicht über die Abschaffung der Normverbrauchsabgabe organisieren. Warum? Das weiß ich jetzt schon. Ich sehe das anders. Es kann schon sein, dass Sie immer in Förderungen denken. Nein, gar nicht. Ich denke in Entlastung der Menschen. Das ist mir das Wichtigste. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie wollen ein Ökosteuerkonzept. Gibt es eine flächendeckende Lkw-Maut? Also beim Thema Lkw-Maut wollen wir auf jeden Fall diese Strecken, also das heißt, je mehr gefahren wird, desto mehr muss gezahlt werden. Das ist ja auch von der EU im Prinzip eine Art Vorgabe oder das Vorhaben und das unterstützen wir sehr deutlich. Das ist sehr, sehr günstig also in Österreich. Also eine deutliche Erhöhung der Maut, aber keine flächendeckende Lkw. Nein, das ist ja flächendeckend, aber es ist nach Kilo, nach gefahrenen, nein, das wollen wir, aber ja, wollen wir ja, da wollen wir dahin, aber nach gefahrenen Kilometern. Schlussrunde noch für aber darf ich noch vielleicht einen Punkt sagen? Schlussrunde genau. Für diese Runde, was ist noch wichtig im Umweltkonzept der NEOS, für die Umwelt. Was muss passieren? Unser Konzept liegt am Tisch. Da sind auch die Zahlen drinnen. Das ist ja nicht nur ausgerechnet. Genau. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Wir können jetzt nämlich noch über Details da drin diskutieren. Wenn wir sagen, dann arbeiten wir von dem Konzept weg, schauen wir, dass wir es besser machen. Aber ich finde, wenn wir jetzt noch 2 Jahre herumdiskutieren, welche Details in welchem Konzept wie geändert werden, dann kommen wir nie weiter. Weil wir brauchen jetzt Lösungen am Tisch und ich gebe Ihnen das einfach mit. Und was muss alles passieren?
bitte für dann arbeiten wir da einfach nicht mehr. Ich nehme an, ich habe schon 10 Stück davon. Nein, aber trotzdem. Deshalb weiß ich ja, dass die Normverbrauchsabgabe verschwindet. Ja. Das ist ja das Problem und nicht die Lösung. Was ist wichtig im Konzept der NEOS für eine Umweltwende, außer CO2-Steuer? Naja, es sind verschiedene Maßnahmen. Und es gibt ja, also, zu glauben, dass es eine Maßnahme ist, die man aus dem Hut zaubert und dann ist die Lösung da, das wird nicht so funktionieren. Also selbstverständlich Infrastrukturausbau. Jetzt muss man ganz klar sagen, da wird viel am Weg gebracht. Uns geht das zu wenig. In unserem Konjunkturpaket auch sehen wir eine weitere Infrastrukturmilliarde vor. Zweites Thema Klimabudget. Ähnlich wie beim Haushalt, wo man sagen, naja, also welche Maßnahme hat welche Belastung fürs Budget, wollen wir eigentlich auch für alle Beschlüsse, die gefasst werden, welche Belastung hat das eigentlich für die Umwelt und das Klima? Und ein ganz wesentlicher Punkt, ich sehe eine enorme Chance für unsere Wirtschaft und unsere Unternehmen. Eine enorme Chance, weil Österreich ist ja groß geworden, dadurch, dass wir Weltmarktführer sind, Hidden Champions in Nischenbereichen. Wenn wir im Bereich Green Tech, wirklich innovative Technologien, was es da alles gibt und da wird ja unfassbar viel tolle Sachen geforscht. Also Förderung von Green Tech. Ist der dritte wichtige Punkt. Die Frage ist, was fördert man? Hier muss ich ein ganz starkes Plädoyer dafür halten, dass wir neben der auch exzellenten Grundlagenforschung, die da ist in Österreich, in ganz vielen Bereichen, es schaffen, dass da draus auch innovative Produkte hupfen, dass wir dann wieder auch Marktführer werden in vielen diesen Bereichen und Österreich an die Spitze bringen. Es gibt einen klaren Streitpunkt zwischen euch beiden, bevor ich dann dem Kurger die Schlussrunde gebe, ist, die NEOS sind nicht dafür, 1 Euro pro Tag Öffi-Tickets einzuführen. Naja, erstens mal löst die Frage nicht, wenn es keine Infrastruktur gibt, dann nutzt man das 1-Euro-Ticket auch nichts. Ja. Und das Zweite ist eine simple Frage der Finanzierung. Punkt. Ich bin immer sehr skeptisch bei den vielen Geschenken, die jetzt im Wahlkampf verteilt werden, weil ich wiederhole mich, unser Ziel ist die Entlastung der Menschen. Die Österreicher zahlen zu viel Steuern und wenn man entlasten möchte, dann ist der schlechteste Weg, dass man alle möglichen Dinge verspricht, die man erst recht dann wieder teuer aus dem Budget finanzieren muss und dann vielleicht sogar die Steuern erhöhen muss. Also diesen Weg würden wir nicht gehen. Das ist ein falsches Versprechen. Also ich glaube, dass es in dieser Form nicht so leicht finanzierbar ist, aber ich lasse mich gern auch hier durch endlich mal konkrete Rechnungen vom Gegenteil die Idee überzeugen. Ist von den Grünen, muss man sagen, denen es derzeit so geht wie bei der letzten Wahl der FPÖ mit Kurz, der ihnen die ganzen Sicherheits- und Anti-Ausländer-Unterlagen geflattert hat. Mittlerweile sind fast alle Parteien bis auf die NEOS für dieses 1-Euro-Öffi-Ticket. Die Idee der Grünen war, 1 Euro pro Tag pro Bundesland, 3 Euro pro Tag für ganz Österreich, richtig? Perfekt formuliert. In Wien ist das ja durchgesetzt mit Rot-Grün, eines der besten öffentlichen Verkehrssysteme um 1 Euro pro Tag. Vorarlberg-Detta oder regional die Grünen, in Tirol haben sie es geschafft auf 1,30 pro Tag oder so. Das sind ja dann immer Kompromisse. Warum ist das gescheit und wird nicht unmittelbar ein größeres Finanzproblem machen? Ja, das kostet, das kann ich schnell dazu sagen. Wir haben die Berechnungen nur aus dem 17er Jahr, weil seitdem haben wir ja keinen Staff mehr. Da waren es 300 Millionen, dann sagen wir 350, 400 Millionen. Ist nicht so wenig, weil vor allem der neue Schritt ist ja vor allem 3 Euro pro Tag für ganz Österreich. Und richtig ist im Übrigen, dass man natürlich schauen muss, dass man mit dem Angebot hinterherkommt. Und für beides gilt jetzt Folgendes. An der Stelle sollen noch längst keine Steuern erhöht werden. Warum das nun wieder? Weil wir haben zwei große Bereiche, wo es völlig in die falsche Richtung geht. Im laufenden Ausgabenbereich, das sind die umweltschädlichen Subventionen. Die machen jetzt je nach Berechnung knapp unter 4 oder bis zu 5 Milliarden Euro aus. Die gehören dort rausgezogen. Aber würden Sie die Pendlerpauschale gleich nein, abschaffen? Nein, das würde ich nicht. Die Pendlerpauschale muss man in sich umbauen, weil die ist jetzt auch wieder so konstruiert, dass wer viel verdient, kriegt von der Pendlerpauschale am meisten zurück. Und wer so wenig verdient, dass er kaum eine Steuer zahlt, kriegt gar nichts. Ja? Also das müsste man vom Kopf auf die Füße stellen. Aber es gibt andere. Nein, es gibt ja dieses Dieselprivileg. Es gibt im Übrigen das Hauptprivileg, ist ja der Flug. Benzin, das ist das perverseste überhaupt, der wird mit null besteuert. Das geht ja gar nicht, aber da naja, haben wir ja. Unter anderem deshalb in ganz Europa. Nein, aber bei den Binnenflügen geht es schon anders. Du kannst da mit Deutschland, Frankreich Arrangement treffen. Da geht dann viel schneller was weiter, als man glaubt. Das sind ja alles Ausreden. Aber nur damit wir wissen, wo diese umweltschädlichen Subventionen herkommen. Das heißt, das sind mehrere Milliarden im Jahr. So, die Pendlerpauschale ist unter einer Milliarde. Und dann, na Moment.
nicht immer über die Steuern. Und dann haben wir noch das Thema der Infrastrukturinvestitionen, die aus unserer Sicht in die völlig, völlig falsche Richtung geht. Und da steckt man jetzt bei 4-5% der Wirtschaftsleistung 16 bis 20 Milliarden. Ich halte das für pervers, dass wir in Niederösterreich Autobahnen planen durchs Waldviertel um 5-6 Milliarden. Wir haben den massiven Flughafenausbau hier in der Nähe von Wien. Das ist alles völlig in die falsche Richtung. Den Flughafen muss man nur dann ausbauen, das sagt auch das Management dort, wenn 30-40% mehr Staats- und Landebewegungen auftauchen werden. Wollen wir das? Nein, das muss man ja anders umbauen. Dann ist aber genug Geld für die Infrastruktur, da stimme ich ja überein, die muss ausgebaut werden, weil sonst hilft auf die Dauer das 1-3-Euro-Ticket auch nicht viel, wenn das Angebot nicht da ist. Aber das sagen wir dann von wegen Finanzierung und Steuersystem ist ein zweites, dass man dort, wo falsch gefördert wird oder falsch investiert wird, muss man das rausziehen, dann habe ich einen doppelten Effekt. Weg vom Klimaschädlichen hin zum Klimafreundlichen. Und innerhalb der Steuern gilt das Gleiche. Und der letzte, wer berechnet das bei uns? Mit dem Argument kommen, dass aber wenn schon die Wissenschaftler aufgerufen werden, ich weiß ja nicht, wer das dort berechnet hat, ich kann Ihnen sagen, wer bei uns dabei ist. Das sind mittlerweile die führenden Klimawissenschaftler, vor allem vom Wegener Center in Graz. Das ist der Herr Steininger, das ist der Professor Steininger, Professor Schleicher. Also das hat Hand und Fuß, was wir da vorlegen. Zum Schluss noch. Ich kenne es aber trotzdem nicht. Ich meine, ich will es nicht böse sein, aber ich habe ja noch nie von euch ein Konzept gesehen, wo Zahlen drinstehen, die wir auch nachberechnen können. Es sind nur kleine Details gewesen. Die Schrittabfolge bei Diesel und Benzin habe ich ja vorher erwähnt. Ja, wir haben momentan auch nicht das Geld, dass wir Hochglanzbroschüren drucken. Ja, wir haben ein smartes Wahlprogramm. Aber da ist es klipp und klar. Erste Stufe, Abschaffung Dieselprivileg. Zweites, Umstellung auf CO2. Gleiche Preis. Und drittens, die zahlen aber keine Wahlwerbung, weil das dürften die gar nicht. Und drittens, anpassen an CO2 aus. Im Übrigen kommen wir am Schluss zu den gleichen Zahlen. Ich weiß ja nicht, ob das beim Benzin- und Dieselpreis aufgefallen ist. So, spannende Schlussfrage von meiner Seite noch an die Grünen. Es gibt ja viele Wähler, die sagen, super die Grünen, die tun was für die Umwelt etc. etc. Aber es wird alles teurer werden. Das Fliegen wird teurer werden, der Benzin wird teurer werden, das Schnitzel wird teurer werden. Im Endeffekt wird alles teurer werden, wenn die einmal regieren. Naja, die Schnitzlerei ist eine völlig andere Frage. Dagegen haben wir uns ausgesprochen, dass man auf ein Produkt eine Steuer drauf hat. Mehrwertsteuerdifferenzierungen kann man sich überlegen, aber da bin ich als Ökonom nicht so begeistert. Zu den anderen Fragen, ja, es wird auch vieles billiger werden. Wir haben ja hier das gleiche Konzept, das ist ja vernünftig. Was heißt denn umsteuern? Dass das, was man nicht will, als Eingriff in den Markt, weil er an dieser Stelle nämlich versagt, ja, weil die zukünftigen Generationen ja sonst den Preis zahlen. Also umweltschädliche Produktion in den Betrieben, umweltschädliches Verkehrsverhalten, ja, das wird teurer, aber im gleichen Ausmaß wird was anderes billiger. Beispielsweise dort, wo viel menschliche Arbeit drinnen ist. Wozu führt das? Dass diejenigen Produkte, die regional produziert werden, die im regionalen Wirtschaftskreislauf sind, wo mehr menschliche Arbeit drinnen ist, die werden billiger. Wenn ich sage, es werden die Steuern immer nur gerade um so viel irgendwo erhöht, wie sie woanders gesenkt werden, dann ist Marktwirtschaft vorausgesetzt, am Schluss die Sache gleich. Nur das Schlechte wird teurer und das Gute wird billiger. Und das ist ja auch der Effekt. Das soll ja so sein. Und wenn wir Sozialpolitik machen wollen, wofür wir ja sind, aber die Neos weniger, dann kann man Sozialpolitik nicht am Düsenaggregat machen. Wir können Sozialpolitik nicht mit den allerbilligsten Schnitzel machen, die billiger sind als Katzenfutter. Wir können Sozialpolitik nicht an der Zapfsäule machen. Da brauchen wir eine Einkommens- und Lohnpolitik und eine gerechte Steuerpolitik. Ich möchte nur eins sagen, ich widerspreche dem dozierenden Umweltökonom sehr ungern, aber das ist kein Eingriff in den Markt, sondern das ist eigentlich das Nutzen von Marktmechanismen. Ja, stimmt. Weil wir sagen Internalisierung von externen Kosten, das heißt nach dem Verursacherprinzip. Deshalb ist es ja so genial, dass man Umwelt und Wirtschaft verbindet mit diesem Preis, weil wir in Wirklichkeit marktwirtschaftliche Mechanismen hier nutzen, sodass dann der regionale Apfel aus der Steiermark günstiger wird als der importierte aus Chile. Gut, das war Pink gegen Grün, perfekt. Zweite Runde. Wir argumentieren an der Stelle völlig gleich. Wunderbar, demnächst kommt es zur Umarmung. Auf das werden wir in der dritten Runde zu sprechen kommen, nämlich ob Pink und Grün miteinander regieren werden. Vorerst aber eine kurze Werbepause, dann haben wir noch zwei Inhalte offen, nämlich Schule und Wirtschaft. Wir sind gleich wieder da. Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Jetzt auf OE24 TV.
Wahl 2019. Knallhart, brutal, direkt. Das sind die Duelle auf OE24TV. Ja, heute Pink gegen Grün. Zwei Runden sind absolviert und wir haben noch zwei große Themenkreise im Finale zu besprechen. Einerseits die Bildungsreform und dann andererseits die Frage der Koalitionen. Immer mehr wetten mittlerweile auf Türkis-Grün-Pink als unsere künftige Regierung. Und darüber müssen wir heute schon noch ordentlich reden. Fangen wir mit der Bildung an, Frau Meinl-Reisinger. Einer Ihrer Vorschläge ist ja Tablet für jedes Kind und Aufbruch in eine neue digitale Bildungsära, richtig? Das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Baustein. Worum geht es jetzt? Wir haben jetzt die Situation, dass wir die gleichen Diskussionen führen seit Jahrzehnten und nicht weiterkommen im Bildungsbereich. Wir haben 25% der Schülerinnen und Schüler, die aus der Schule rausgehen, nicht sinnerfassend lesen können. Das heißt, einen Zettel mit einem Text, die verstehen nicht, was da draufsteht, auch wenn man die Buchstaben lesen kann. Sie können nicht gescheit rechnen, sie können nicht schreiben, sie können teilweise auch nicht Deutsch. Und das ist eine Schande für ein Land wie Österreich. Und im Übrigen muss ich sagen, ist das auch eine große Kritik durchaus an der rot-grünen Politik in Wien, weil hier auch nichts weitergegangen ist, was sozusagen die Ergebnisse angeht. Die Frage ist, was braucht es im 21. Jahrhundert? Und da ist natürlich Digitalisierung schon ein wesentlicher Bereich, aber sicherlich nicht der wichtigste. Ich würde gerne drei Dinge ansprechen, vielleicht. Eins zum Thema Digitalisierung, dann auch noch zum Schluss. Das eine ist, wo setzen wir NEOS an? Sie wissen, wir stellen Bildung allen anderen Themen voran, weil das die entscheidende Zukunftsfrage ist, auch der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben, für zukünftige Wirtschaftschancen, für Integration, was auch immer. Wir müssen anfangen im Kindergarten. Wir diskutieren wahnsinnig viel über die Schule und Klassenschülerhöchstzahlen. Im Kindergarten, was du von 0 bis 6 lernst, das ist die Wurzel. Das heißt, die besten Pädagoginnen und Pädagogen, die gescheiter bezahlen, deutlich weniger Kinder pro Pädagogin, also mehr oder mehr umgekehrt, mehr Pädagoginnen und Pädagogen dort hinein. Natürlich, da würden wir auch investieren. Ja, das sehen wir auch vor. In unserem Konzept wird ja auch eine ganze Milliarde also jetzt einmal freigemacht dafür. Zweitens? Zweiter Bereich, kein Kind zurücklassen. Ich will statt einer Schulpflicht eine Bildungspflicht. Was heißt das? Wir wollen nicht, dass die Kinder 9 Jahre absitzen in der Schule und dann kommen sie raus und können nicht schreiben, nicht rechnen, nicht lesen, sondern mit der mittleren Reife testen wir ab, können die das überhaupt? Und mir ist es lieber, sie sitzen 2-3 Jahre länger in der Schule als 30 Jahre beim AMS. Das heißt, diese Bildungspflicht statt 9 Jahre Schulpflicht mit einer mittleren Reife, sodass kein Kind zurückgelassen wird. Und vielleicht ein ganz konkretes Beispiel auch zur Digitalisierung. Die können mit 16 wählen. Ich will auch, dass ein Schüler oder eine Schülerin mit 16 unterscheiden kann, was sind Fake News und was ist echte Information. Das heißt, das Thema digitale Kompetenz, Medienkompetenz spielt eine ganz große Rolle. Übrigens auch bei der Frage Cybermobbing, was da alles passiert. Ich meine, das sind ja ganz furchtbare Dinge, die jeden Tag passieren in den Schulen. Da von Kindern, die gefesselt werden an Stühle, da macht irgendeiner ein Video, stellt es in die WhatsApp-Gruppe, das verbreitet sich bis hin zu also Selbstmordgefährdung, gerade bei jungen Mädchen, weil die halt die ganze Zeit die Instagram-Schönheiten also anschauen. Jedes Kind muss kriegt ein Tablet. Jedes Kind muss ein Tablet kriegen und es muss dann die dazu passenden Lehrpläne, sprich digitale Lehrpläne geben. Also ich glaube, dass man heute viel interaktiver und digitaler das einbauen kann und so auch spielerisch lernen kann. Und ganz ehrlich, ich bin letztlich wieder in eine Volksschule gegangen. Ich habe mich gefreut, weil ich es wiedererkannt habe. Aber wenn da noch immer die Overhead-Projektoren stehen, dann denke ich mir... Die Tafel noch immer steht. Die Tafel, habe ich ja nichts dagegen. Aber Sie kennen diese Overhead-Projektoren, wo man halt was geschrieben hat und dann wird das halt projiziert. Ist eh nett, aber ich meine, das heißt, da haben wir wirklich Aufholbedarf. Wobei, darf ich noch was sagen zu Tafeln? Ich habe mit einer Lehrerin letztlich geredet, die hatte keine Tafel in der Klasse. Dann hat sie einen Anforderungsschein geschrieben. Hat gesagt, dann muss sie Monate warten, dann geht das irgendwie zu den Bildungsdirektionen und so weiter. Dann hat sie es selber aus der Tasche bezahlt. Also wir brauchen schon auch, ganz dringend müssen wir uns darüber unterhalten, wie ordentlich die Arbeitsplätze für die Lehrer ausgestattet die sind. Da relativ Gas geben bei der Bildungsdiskussion, höre ich bei den Grünen wenig, Werner Kugler.
Naja, weil ihr so mit der Umwelt beschäftigt seid. Es gibt noch viel mehr, wo ihr wenig hört, weil wir gerade einmal nicht im Nationalrat sind, aber das wäre die Aufgabe, dass wir da wieder zurück reinkommen. Aber das ist eine Landesregierung, da kümmert sich aber auch nicht um das Thema Bildung. Na doch, die Frage ist ja, wo hier allenfalls Unterschiede werden. Ich entdecke da in erster Linie ebenfalls Gemeinsamkeiten. Die Digitalisierungssache wird natürlich aus vielen anderen Gründen auch immer wichtiger, aber ich würde das jetzt da nicht wiederholen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sozusagen Tablet pro Schülerin oder Schüler alleine reicht, sondern da muss ja die ganze Unterrichtsform drumherum kreisen, aber das dürfte man ja auch einer Meinung sein. Ganz wesentlich, und das ist eine Übereinstimmung, das hatten wir jetzt schon einmal bei einer anderen Gelegenheit festgestellt, wo die anderen sich aber wegducken tatsächlich, ist einen großen Fokus auf das Vorschulalter zu legen und das, was halt in Österreich Kindergarten heißt. Und in unserem Konzept, das hatten wir aber eh schon immer entwickelt, auch bevor die NEOs eigentlich schon im Nationalrat waren, wenn man jetzt vielleicht weniger darüber hört, dass ein zweites Kindergartenjahr vorangestellt wird zum ersten, das ist jedenfalls bei uns dabei, weil da natürlich viele soziale Benachteiligungen aufgefangen werden können und sollen. Und weil die, also Kindergartenoffensive mit zweiten Vorschuljahren? Ja genau, aber auch mit den verbesserten Bedingungen für die Kindergärtner, in dem Fall Gärtner und Gärtnerinnen, beides, weil das wäre wichtig, dass es ein paar Männer da dabei gibt, aus vielen anderen Gründen. Naja, und das weiß ich jetzt gar nicht, was die NEOs da genau vertreten, von Matthias Strolz habe ich das schon so im Kopf. Aber ich denke jetzt auch noch, die Beantwortung der Frage, wann soll aufgetrennt werden. Ja? 9,5 Jahre sind für uns zu früh. Also wo man sich entscheiden muss, Gymnasium oder was früher Hauptschule hieß und dann fünfmal anders und irgendwie im Schluss bei neuer Mittelschule landet. Wir sind da dafür, dass das erst mit 13,5 Jahren passiert. Das heißt, gemeinsame Schule bis dorthin, das ist zwar nicht immer beliebt bei manchen, aber es ist grundvernünftig, weil viele europäische Vergleichsstudien ja ausweisen, dass man mit sowas besser fortsetzt, aber voraus, dass wir innerhalb der Schule dann. Also hier eine Gesamtschule. Ja, wir sagen lieber gemeinsame Schule. Aber dass man, auch für gemeinsame aber Schule? Dass man da im Förderwesen und im Unterstützungswesen differenziert bei den Kindern. Das setzt da voraus, letztes Argument, dass öfter mal, und das wird ja zusammengekürzt, das erleben wir ja leider auch tatsächlich in Wien, aber die Bundesmittel zurückgezogen werden, dass man öfter auch die zweiten Lehrer oder Lehrerin brauchen würde, das wird immer weniger statt mehr. Die schulpsychologische Unterstützung wird zurückgefahren und nicht hinauf. Das erleben also wir überall. Beide das letzte, deutlich mehr Bildungsbudget machen. Ja, schon. Und auch bei der Inklusion, da fehlen jetzt auch eigentlich die sogenannten, früher hat man gesagt, Stützlehrerinnen und Stützlehrer. Ich erlebe das selber, meine Lebensgefährtin hat eine behinderte Tochter und wie das über die Jahre schlechter geworden ist statt besser. Da wird immer geredet von Inklusion und Teilhabe in den Schulen und dann werden die Programme zurückgefahren. Und das hat schon diese konservative Truppe da namens Türkis-Blau zu verantworten. Und das wird uns dann noch mit Leistungsprinzip verkauft. Also ein paar Dinge, ein paar Gedanken. Erstens einmal, ich meine, die Grünen sind in Verantwortung, das vergisst man immer, weil immer gesagt wird, zurück ins Parlament, in 5 von 9 Landesregierungen. In keiner dieser Landesregierungen übernehmen die Grünen wirklich das Thema Bildung. Und ich finde jetzt, ehrlich gesagt, ist nicht besonders berauschend, wie die Situation der Kindergärten gerade auch in Wien ist. Wir haben da einen Skandal nach dem anderen. Wir haben keine umfangreiche, tolle pädagogische Qualität sichergestellt. Also ich finde, da ist wirklich Luft nach oben. Ich höre die Botschaft wohl. Allein gesehen habend, was in Wien da alles vermurkst wird, fehlt mir der Glaube. Wir sind auch der Meinung, dass diese Trennung mit 10 zu früh ist. Ich bin aber nicht für eine Gesamtschule. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass jedes Kind unterschiedlich ist und Gleichheit gibt es nicht. Aber die Unterschiede sind ja wurscht, ob da jetzt Gymnasium oder neue Mittelschule oder Hauptschule oder was auch immer dafür schöne neue Worte gefunden werden, um zu kaschieren, dass eigentlich eh nicht funktioniert, gefunden werden. Da gibt es eine irre Spagat. Da gibt es Kinder, die sind brauchen wirklich Förderung. Nehmen wir Mathematik. Ja. Die haben wirklich Förderbedarf in Mathematik und verstehen nicht sofort, was da geschrieben wird. Und dann gibt es einen Albert Einstein und den würde man nicht erkennen in der Klasse. Oder eine Alberta Einstein. Wir würden die jetzt nicht erkennen. Und ich glaube, das viel wichtigere Frage... seine ewigen Feinde. Genau, das ist die viel wichtigere Frage, was da draußen steht, ist die Frage, wie schaffst du es, individuell auf die Neigungen, Fähigkeiten und Begabungen der Schülerinnen und Schüler einzugehen und zu differenzieren, durchaus auch nach innen. Und das ist wesentlich. Darf ich zum großen Schlussthema kommen, bitte? Genauso.
wird viele geben, die sagen, war eine fade Diskussion, die sind ja alle einer Meinung, wird viele geben, war eine spannende Diskussion, die sind ja einer Meinung und das könnte ja vielleicht bedeuten, dass wir sie in der nächsten Koalition wiederfinden können, über das reden wir dann noch abschließend, über die Wirtschaft. Frau Meindl-Reisinger, Sie haben ja immer gesagt, Sie wollen eigentlich regieren, weil Sie der Meinung sind, es muss Schluss mit Türkis-Blau sein und Türkis-Rot ist noch schlechter. Habe ich das auf den Punkt gebracht? Es fällt mir die Wahl schon. Also Pest und Cholera im weitesten Sinne, ja? Naja, es ist zunächst eine Frage der Mathematik. Auch hier eine Frage der Mathematik. Ja. Und da muss man nicht besonders talentiert sein, um zu sehen, was geht sich aus nach dem 29.09. Zu dritt geht es aus, zu zweit nicht. Das sind die Umfragen. Jetzt muss man aber schon sagen, so, werden wir mal schauen. Aber ich, gut. Und ja, dazu stehe ich auch. Wenn man sagt, ich will eigentlich nicht, dass dieser Weg fortgesetzt wird, wie sich der Kurz offensichtlich auch wünscht, am liebsten wieder mit dem Blauen, weil dann haben wir wieder die Neigungsgruppe Korruption und Rechtsextremismus in der Regierung vertreten. Das will ich nicht. Und es ist kein Geheimnis, ich will auch keine sogenannte große, mittelgroße Koalition, weil dann Sie ja ist schon wieder zehn nur. Jahre erlebt haben, ne? Naja, was heißt die 10 Jahre? In Ihrem politischen Leben. Ja. Also Österreich hat auf jeden Fall sehr viel Stillstand dadurch gehabt. Ja. Dann muss man bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Aber das heißt natürlich nicht, dass man billig dem Herrn Kurz die Schlüssel zum Ballhausplatz in der Hand, in die Hand gibt und sagt, sperr wieder auf, ihr seid kannst bereit, wieder Macht Verantwortung geben. Zu übernehmen. Wenn diese Dinge, die Sie da heute zu einem Teil angesprochen haben, sich in einem Regierungsprogramm wiederfinden. Also zum Beispiel eine CO2-Steuer, zum Beispiel ein Wirtschaftsprogramm, zum Beispiel eine Schuloffensive, die ja im letzten Regierungsprogramm eindeutig nicht war. Unser Programm liegt am Tisch. Jetzt sind alle herzlich eingeladen, sich mit diesen tollen und besten Inhalten zu beschäftigen. Und dann werden wir schauen. Regieren. So. Wir wollen verhandeln. Wir würden mal verhandeln. An den hier Katze im Sack hoffen wir Dritten nicht. Im Bett. Ja? Dieses Regierungsdrei, aus der auf uns zukommt. Würde ein Werner Kogler, wenn die Alternative ist, Türkis-Blau oder Türkis-Rot sagen, dann gehe ich mit Pink und Türkis in eine Regierung? Oder sagt er, so wie viele in seiner Partei, mit Sebastian Kurz besser nicht, der soll das lieber mit den Roten machen, ist auch kein Problem. Ja, jedenfalls heute diese Bettvergleiche nicht ganz für angebracht. Jedenfalls zweitens, für uns geht es natürlich darum, dass wir in den Nationalrat reinkommen. Ja, wenn irgendjemand meint, er findet ein Wahlmotiv, wälzt die Grünen wieder rein und meint damit die Regierung, werde ich auch nicht nein sagen. Ich muss ihn nur den Menschen insoweit enttäuschen, was die Prognose betrifft, als dass das mit größerer Wahrscheinlichkeit nicht eintreten wird oder mit sehr hoher. Nein, schon ausgehen. Na, 35 plus 10 ist 45 plus 8 ist 53. Die Analyse beginnt ja jetzt dort von der anderen Seite. Es war ja nur eine Prognose jetzt an der Stelle und was ein Wahlmotiv für die Grünen ist. Die Türkis, eine blaue Truppe ist ja mit Sicherheit von größtem Übel. Das erfreut sich ja immer weniger Beliebtheit offensichtlich in der österreichischen Bevölkerung. Welch Wunder, ich würde mit dem ja anschließen, notorisch korrupt und es sind wirklich Rechtsextreme in die besten Plätze der Republik gehievt worden. Das ist ja unfassbar. Ja? Der Robert Habeck, der neulich da war, bei uns zu Besuch und uns unterstützt, sagt, ja, sind die alle wahnsinnig, nämlich in der türkisen Parteizentrale, haben die keinen Fernseher, haben die kein Handy fürs Video und genauso schaut das von außen auch aus und ich weiß auch, dass das viele internationale Liberale so sehen und zwar völlig zu Recht. Wie steht denn Österreich überhaupt da in Europa? Also und so, das ist mit Sicherheit das Schlechteste. Gut. Wenn das aber wahr ist, haben alle die Verpflichtung danach zu trachten, jedenfalls im Nationalrat, weil einer von, sage ich mal, vier wichtigen Aufgaben im Nationalrat ist auch zur Regierungsbildung beizutragen, allein schon wegen der Mehrheitsverhältnisse. Das hatten wir ja eben erst. So, also wird man es versuchen müssen, wenn man seriös und ehrlich ist. Nur wie, deshalb sage ich ja, wir werden selber das Gespräch suchen. Das Erste ist ja, ob das Ausloten, ob das überhaupt einen Sinn hat. Weil sonst geht man ja nur alle Wählerinnen und Wähler und anderen da und euch bei den Journalisten oder wenn
gehen mir immer auf die Nerven, wenn das eh sich abzeichnet, dass das nicht geht. Woran messen wir das? Na, schon daran, ob in dem Fall vermutlich die Türkisen nach allen Umfragen jetzt bereit sind, in einigen wesentlichen Punkten, da sind ja jetzt durchaus welche gemeinsam zur Sprache gekommen, dass dort was weitergeht. Und ich habe da einen klaren Maßstab. Es darf in einigen oder in fast allen Bereichen nicht schlechter werden und in ein paar, gemessen an dem, was jetzt ist und was die da aufgeführt haben, und in ein paar zentrale Bereiche, vielleicht sogar in möglichst vielen, muss was besser werden. Ja? Nur, dass die Grünen irgendwo dabei sind, was so ähnlich ausschaut wie die Türkis-Blau im Ergebnis, das ist ja unvorstellbar. Und wir haben ja schon bewiesen, dass wir in einer nicht unvergleichbaren Situation, wo damals halt der Herr Schüssel eigentlich nicht wirklich eine Politik oder eine Wende wollte oder eine Kurskorrektur. Und bei den Türkisen weiß ich es nicht. Ja. Momentan schaut es nicht so aus, aber die müssten nämlich nicht nur ein paar Kilometer machen, sondern auch umkehren, das sagen wir immer. Aber die Chance auf eine Umkehr ist ja da, aber wir werden es ausloten. Jetzt muss man sagen, es gibt Teile in der Grünen Partei, zum Beispiel die Wiener Grünen, die ja ganz klar gesagt haben, mit Sebastian Kurz geht das auf keinen Fall. Mit Sebastian Kurz kannst du nur die Frau Hebein mit dieser ÖVP mit nicht. Sebastian Kurz könnte man mir vorwerfen, ist mir auch passiert, wie ich gesagt, mit dieser Türkisel-Schnösel-Truppe nicht. Stehe ich auch dazu. Also wenn sie da gar nichts, da bin ich ja noch der Schärfere gewesen. Ja. Wenn sie nichts ändert, dann geht es halt nicht. Ja. Und wenn sie was ändert, aber schon, mit Sebastian Kurz hat das nichts zu tun. Ja, natürlich, der wird es ja auch ändern müssen. Aber ja, klar. Die Grünen und der Kroger wären auch bereit, in eine Regierung Kurz zu gehen, wenn diese Regierung im Regierungsprogramm deutliche Änderungen durchführt bei Umwelt, bei Bildung, aber ich nehme an, auch bei Fremdenrecht, auch bei Asylbehandlung, auch im Innenministerium. Auch in Gerechtigkeitsfragen, was sicher nicht geht, also das kann man ruhig noch aufrufen, nur das Stichwort und das kurze Argument, diese Regierung hat Kinderarmut massiv und absichtlich verschärft. Mhm. Da wird sie was wegbewegen müssen, wieder in die Richtung, dass man nicht die armen Kinder, sondern die Kinderarmut bekämpft. Gerechtigkeit, eine andere Asylpolitik, eine neue Umweltpolitik und eine neue Bildungspolitik. Bringe ich das auf den Punkt? Ja, weil da ist es ja eher, auf mir scheint momentan, dass dieses Gerede, dass er der Orban und Salvini immer noch bis zum Schluss die Stange gehalten hat, das größere Problem. Man muss sich den ganzen Katalog dort anschauen. Ja. Mhm. Gut. Und Beate Meinl-Reisinger, mit den Grünen wäre das denkbar. Da wird sehr vielen Neos-Wählern den Magen umdrehen. Es ist so, genauso wie ich ehrlich gesagt jetzt auch aus den Aussagen jetzt habe ich schon gehört, offensichtlich grundsätzliche Bereitschaft, aber es ist halt ein bisschen so ein Herumgerede, wo ich keine klare Position finde, finde ich sie auch nicht beim Thema Wirtschaft. Und das finde ich schon ganz spannend, weil ich glaube, ich glaube einzelne Proponenten nicht. Aber was kriege ich denn, wenn ich die Grünen wähle? Kriege ich jetzt, gibt es Tweets von der Faika El-Nagashi, die, glaube ich, auf der durchaus wählbaren Stelle ist, die gesagt hat, die Lösung, the solution to everything, die Lösung für alles ist Kommunismus. Also sowas will ich nicht, ganz sicher nicht. Also ja, dafür stehen wir auch nicht. Das will ich aber auch nicht. Ich weiß nicht, was ich kriege, weil solche Meldungen gibt es ja sehr oft. Das ist genauso die Frage, die ich sehr oft schon gestellt habe. Worum geht es euch? Geht es euch um Klimaschutz oder geht es euch um Bekämpfung von Marktwirtschaft und Kapitalismus? Weil da kommen wir nicht zusammen. Wenn wir Umwelt und Wirtschaft zusammen denken, wir können gerne auch beim Glasl Rotwein über Utopien reden, aber jetzt brauchen wir Lösungen und das geht nur mit der Wirtschaft gemeinsam und nicht ohne. Und vor allem, wenn auch eine Rezession droht und wir uns ernsthaft Sorgen machen müssen über den Standort und den Wettbewerb, die Wettbewerbsfähigkeit und die Standardqualität und die Chance auf Jobs, dann kommt schon hart auf hart, wie hältst du es mit der Wirtschaft? Und da hätte ich gerne eine Antwort. Und dann Werner Kogler, der ja teilweise ganz anders denkt, wie auch der Willi anders denkt, wie auch der Anschober anders denkt. Ich sage nur, Anschober Allianz mit der österreichischen Wirtschaft ist ja legendär jetzt in der Lehrlingsfrage. Ja? Sind die Grünen unter Werner Kogler bereit, eine wirtschaftsfreundliche Politik von ÖVP und NEOS mitzumachen, um Umwelt, Bildung und Gerechtigkeit durchzusetzen? Also diese ganzen Vorhalte,
die höre ich ja sonst immer nur von Blau und Türkis, wundert mich jetzt ein bisschen. Ja, natürlich gehört Wirtschaft, Umwelt und Gerechtigkeit unter einen Hut zu bringen, na selbstverständlich. Die ganzen Anlagen dieser ökosozialen Umsteuerung atmen ja diesen Geist. Nur was wir schon mitnehmen müssen, sind auch soziale... Ich bin ja nicht die Wirtschaftskammer, die da behauptet, geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut. Na, den Blödsinn hören wir aber nicht nochmal an. Ja? Und insofern geht es ja wohl darum, dass wir alles unter einen Hut bringen. Und die, wie gesagt, in unseren Konzepten geht es ja genau immer darum, seit den 90er Jahren weg, dass das wir ja zum Teil mit der Industrie entworfen haben, mit Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, da bin ich vorher gar nicht dazu gekommen, dieses auszuführen. Ja? Die führenden Ökonominnen und Ökonomen im Klimaschutz werden sich hier engagieren und mit uns das durchleiten. Aber ist es vorstellbar, das Dritte, dass ja. die Grünen in eine wirtschaftsfreundliche Regierung, ja, aber was ist denn Wirtschaft? ÖVP und NEOS hineingehen? Ja, Moment, lassen wir mal die NEOS weg, aber bei den Türkisen ist ja offensichtlich wirtschaftsfreundlich, wenn man sich konzernhörig aufführt, ja, und von den Konzernen die Spenden entgegennimmt. Na, die und so Frage weiter. Ist ein 12-Stunden-Tag konzernhörig oder nicht? Ein 12-Stunden-Tag in der jetzigen Ausformung ist natürlich deshalb ein Problem, weil ja bei vielen Arbeitsverhältnissen die Symmetrie gar nicht gegeben ist, dass die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer hier auf Augenhöhe gegenüber verhandeln können. Deshalb war das dort ein Problem. Gegen Flexibilisierung, wenn es beiden Seiten nutzt, ist ja nichts einzuwenden. Aber die Frage ist, könnt ihr als neue Grüne mit dem Kruger Kurs in eine wirtschaftsfreundliche Regierung gehen oder ist ein Teil der Grünen einfach so links die Zukunft, und mit Frau Meidl Reisinger zu sprechen, so kommunistisch, die Zukunft der Ökonomie, so dass ich ja, aber das ist doch ein Unsinn, entschuldige. Die Zukunft der Ökonomie ist entweder auch grün oder der Planet kugelt sowieso gegen die Wand. Das ist doch völlig logisch. Das ist klar, und sieht ja jeder so. Sieht ja jeder so. Aber der Punkt ist ja, dass man das dann an den Instrumenten erkennt, wie man tut. Natürlich müssen wir marktwirtschaftliche Instrumente auch nutzen. Das ist klar. Aber wir brauchen auch Steuergerechtigkeit. Das kann ja nicht sein, dass wir herumrennen und sagen, die Konzerne zahlen 7% Steuern statt 20 oder 25 mindestens. Und alle diese Dinge. Oder auch bei den Handelsverträgen. Da wird schon darum gehen, dass wir Handel betreiben, aber so, dass die Probleme nicht zusätzlich angeheizt werden, sondern verbessert gelöst werden mit einer zentralen Rolle Europas. Also das sind ganz klare Fragen, wo es vielleicht Unterschiede gibt, aber Sie können den Grünen keine Wirtschaftsfeindlichkeit da unterstellen. Das weise ich strikt zurück. Also ich würde gerne ganz kurz was sagen, weil da etwas sehr viele Themen waren. Also erstens einmal, dass Konzerne Steuern zahlen wollen, müssen selbstverständlich. Gerade die Liberalen treten immer ein. Wie viel? Ja, ordentlich. Weil es geht darum, dass es hier fairen und gleichen Wettbewerb gibt. Und dass es weder marktbeherrschende Stellungen gibt, noch irgendwelche Steuerschlupflöcher. Aber Herr Kogler, der Großteil der österreichischen Wirtschaft, und die leiden ganz massiv, teilweise auch unter solchen Verständnissen, dass man immer alles in den Topf haut und sagt, Konzerne und böse Wirtschaft, das sind kleine Betriebe mit 2, mit 3, mit 5, 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die rudern wirklich. Und ja, die wollen wir entlasten. Die wollen wir auch entlasten. Und da mag ich dieses Gerede nicht, dass man das ausspielt gegeneinander, weil das ist der Rückgrat. Das ist, wenn man so will, die beste Sozialpolitik. Wenn die gut wirtschaften und genügend Leute da auch Beschäftigung haben, ist das die beste Sozialpolitik, weil es Einnahmen bringt, die uns auch dann nachhaltig den Sozialstaat absichern. Und das ist ein klares Bekenntnis von uns NEOS. Das heißt, für auch eine unternehmerfreundliche Politik. Dass sich diese beiden, die sich doch relativ gut verstanden haben, wo man vom Schluss jetzt absieht, weil natürlich hat das schon gezeigt, dass die Koalitionsverhandlungen hart werden, in einer umweltfreundlichen, bildungs- und schulfreundlichen, aber auch wirtschaftsfreundlichen Regierung wiederfinden. Ja, wirtschaftsfreundlich schon, aber nicht konzernfreundlich. Wirtschaftsfreundlich ja, nicht konzernfreundlich. Ja, ich finde das halt ein bisschen einen billigen Populismus, aber von mir aus, also wenn mir der Herr Kogler heute verspricht, dass die Grünen das Wirtschaftsbashing aufhören, dann werden wir vielleicht über den Punkt reden können. Dann kann man über eine Koalition diskutieren. Meine Damen und Herren, war ein spannender Abend, weil vielleicht Sie heute hier
zwei Regierungspartner gesehen haben mit sehr, sehr viel spannenden Ideen zum Thema Parteienfinanzierung, zum Thema Umwelt, zum Thema Schule. Die Wirtschaft haben wir nicht ganz ausdiskutieren können, aus Zeitgründen, kommt aber sicher noch vor der Wahl. Das war's für heute. NEOS, Beate Meindl-Reisinger gegen Grüne, Werner Kogler. Bin gespannt, wer von den beiden Herrschaften welches Ressort besetzt nach dem 29. Oktober. Wir gehen in eine kurze Werbepause, dann geht's spannend weiter.